Was geht ab, ihr Zocker? Wir spielen jetzt gleich mit Gengar, dem imaginären Mittelfinger. Für die Leute, die hinterm Mond gelebt haben oder halt Gengar-Main-Spieler sind und einen kleinen Penis haben, ne, der Typ war einfach zu krass, zu OP. Und ich möchte wissen, wie es nach dem Update aussieht. Ich freue mich da richtig drauf. Wir machen also wieder wahrscheinlich ein, zwei Gameplays, gucken uns beide Attackentypen da an. Das bedeutet also, wir gucken uns jetzt heute auch mal den Traumfresser und den Pyroball, wollte ich schon sagen. Ja genau, Gengar mit Pyroball. Wer kennt's nicht, das alte Feuer-Pokémon. Und wir legen auch direkt schon los. Ach, ist das nicht schön. Wir haben drei Juggler. Wir haben einfach drei Juggler. Sag mal, warum spielt die alle Trank? Hat Trank mehr Lebenspunkte jetzt mittlerweile? Habe ich was im Update verpasst oder so? Ey, nimm den Juggler weg, Daniel Hardy. No! Der bleibt einfach so. Da verpisst du dich mal? Nope. Ich hasse es. Unser Hoplo kann nicht mal auf die scheiß Lane gehen, ne? Jetzt geht der... Hey, what happened? Ich muss jetzt nichts dazu sagen, oder? Boah, hättest du mir den jetzt geklaut, ne? Ich hätte dich ja direkt reported wegen... sein. Aber sowas von, Junge. Oh, Junge. Nö, geh ich raus. Ganz kurz. Ist mir egal. Das kannst du dir nicht ausmalen. Was macht Hoplo da? Egal, wir haben schon die Sludge-Bomb. Das ist schon mal gut. Komm, jetzt verlangsamt. Schnapp ihn dir ab, Soll. Oh nein, nein, nein. Du kommst hier nicht weg. Gut gemacht. Eisvulnona. Der hält auch nicht so viel aus. Eject-Button. Lecken. Nein! Oder auch nicht lecken. So, jetzt haben wir Hex. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. Oha, der ist aber viel schneller wieder da. Und der Damage ist auch ein bisschen runtergegangen. Also, Abklingzeit gefühlt auch höher. Eins. Also das Gespam ist auf jeden Fall nicht mehr so schnell. Man merkt es. Dann wollen wir mal gucken. Eins, zwei. Ja, auf jeden Fall, man merkt, der Damage ist jetzt nicht mehr so da. Vorher hat er ja richtig die Leiste abgezogen. So, ich hab der mal einen kleinen XP-Vorteil. Können wir später danken. Jetzt da. Apropos danken. Und wir haben Gengar. Okay, jetzt müssen wir das mal gegen richtige Leute hier ausprobieren. Ein paar Sekunden später. Unite Move, die müssen ja im Jungle sein, ne? Here's Johnny. Huah. Sludge Bomb. Nope. Nein, der ist ausgewichen. Relaxus Gurt oben für 40. Schuss. Das sollte jetzt nicht passieren. Lass mich in Ruhe, ich habe noch keine Sludge Bomb. Also ich kann noch nicht OP sein. Kann ich auch so nicht, aber... Ja, was nun jetzt? Na, also für wilde Pokémon reicht's auf jeden Fall. Ach nee, Alter, verpiss dich. Ich kämpfe nicht gegen dich da. Ich bin auch kein Gehirnamputierter. Ich bin hier, der imaginäre Mittelfinger. Sludge Bomb plus. Feuer. Und jetzt auf das Vulnona. Ja, man merkt, der kann das nicht direkt so spammen wie vorher. Da wurde auf jeden Fall was gemacht. Und im 1 gegen 1 gegen Absol verloren. Also, früher hättest du das auf jeden Fall gemacht. Ja, der war auch überlevelt, glaube ich. Das war Absol. Level 13. Okay. Ja, gut. Ich bin Level 11. 20% mehr Damage. Aber der hätte mich vorher ja nicht so getroffen, normalerweise. Also, da könnte man ruhig später zwei leveln. So. Oh, er hat Eject-Button gemacht. Ja, man merkt... Nee, keine Chance mehr. Der Hex, der braucht jetzt viel zu lange, um dass der wieder da ist. Früher konntet ihr den ja gefühlt spammen und jetzt gar nicht mehr. Ah, ich liebe es. Also, muss ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, der ist erfolgreich genervt worden. Ich kenne schon diese kleinen Jungs jetzt, die jetzt kommen. Gengar, das Spiel ist jetzt scheiße. Warum haben sie den nur gepatcht? Ja, genau wegen sowas, Alter. Also ich muss sagen, wir kriegen aufs Maul und ich bin irgendwie froh, dass wir sogar aufs Maul kriegen. Zumindest, wenn ich Gengar spiele. Ach, ist ja geil. Ja, der braucht... Man hat gemerkt, ich brauche zu lange, um wieder in den Hex zu kommen. Das heißt, der bleibt viel länger sichtbar. Der Damage ist runtergegangen. Ich habe keinen erwischt. Keinen. Gengar hätte früher alle genockt, Alter. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, im Endgame kann er es dann wieder. Also er muss jetzt auf Hex Plus kommen. Ja, dann ist es ein bisschen schneller. Ja, das heißt, er muss jetzt auf Level 13, wird Gengar gefährlich. Okay. Okay, den haben wir. So, jetzt müssen wir scoren. What a goal! Was spust Gott Libello da? Zu viel, glaube ich. Was machst du denn hier? Okay, und der Nahkampfangriff. Also ich muss sagen, es gefällt mir schon eigentlich recht gut, wie Gengar gerade sich anfühlt. Ja, ich kann spammen, wie er will. Ja, mit Hex Plus kriegen wir das noch hin. Oh, fuck. Was hat der 38 gescored, hä? Da müssen wir gucken, ob wir noch was rüber scoren können. In 48 Sekunden. Ich hoffe, das hört jetzt keiner. Aber nicht. So, 32 kriegen wir da gescored. Ja, bestimmt nicht. Ah, der Damage ist aber richtig wenig, Alter. Den habe ich jetzt gerade so gepackt. Aber es gibt keine Teamfight-KOs mehr. Man merkt das. Also, das Match haben wir wahrscheinlich verloren, aber... Was? Das haben wir doch gewonnen? Knackrad hat einfach gar nicht gescored, Alter. Ja, gut, aber ich gebe da Knackrad. Sprachenlernen, Bubble. Sprachenlernen, Bubble, ja. Ich gebe Knackrack aber nicht die Schuld dafür. Muss man Real Talk sagen, das war. Auch scheiße für ihn. Der hat oben die ganze Lane alleine gemacht. Komm, wir machen jetzt mal Ehrenbruder-Move.
Ah, dann starten wir jetzt mal die nächste Runde und oh, der gute Will Bill mit seinem Macho-Bei und seinen vier Händen. Was der damit wohl alles anstellen könnte. Hey, nicht so pervers denken, ja? Ihr seid ja echt ekelhaft. Woran erkennt man, dass es ein Tryhard-Match wird? Stimmt, wenn überall Eject-Buttons nur gespammt werden, weil es das beste Item ist. Oh Gott, Alter. So, diesmal nehmen wir natürlich den Shadow Ball. So, wir als professioneller Jungler gehen natürlich jetzt hier unten lang. Oxy jungelt bei denen. Schön lecken. Aha, da seid ihr also. Shadow Ball. Oh, das macht aber schon Damage. So, schön den Jungs den Vorteil besorgen. Gut, dann müssen wir zurück. Bam, machen wir es einmal so. Du hast keine Chance, Junge. Dafür bist du zu wenig an Jungler dran. Bam, haben wir dich. Shadow Ball. Nein! Daneben. Leck ihn rüber. Ach, Alpollo, du bist nicht so ein guter Zungenkünstler, hä? Ach, am Fitzel geht es unten auf die Lane, hä? Da bist du, einer bist du also. Haben wir? Ich komme. Halte durch, Bruder. Wo sind die? Weiter unten. Pika! Was? Ich glaub's nicht. So, wo ist denn unser Freund hier? Mal einmal lecken und weg. Der ist weg. Schön den Jungler erledigt. Kotomi, komm. Komm, anders Kotomi, helf mir. Shadow Ball. Und den haben wir auch aus dem Game genommen. Schön. Was ist denn heute mit meinem Aim los? Ich spiele nicht mal einen Shooter und bin scheiße. Und Schattenball. Also was mir am Schattenball richtig gut gefällt, der haut jetzt mehr Damage raus. Man merkt das. Schöne Dream Eater jetzt. Wir müssen uns vorbereiten. Schattenball. Oh, schön. Und beim Traumfresser, das Schöne ist, oder was viele so an der Combo gehasst haben, die ist für manche zu kompliziert. Man muss ja erstmal den Schlaf legen und dann das hier machen. Und bam, wir sind Level 8. Jetzt müssen wir mal helfen. Hallo, Kotomi. So, die kämpfen gegen Quajutsu, was ja auch okay ist. Bam, habe ich dich. Oh, du entkommst nicht, Kotomi. Schattenball. Oh, gut. So, jetzt haben wir unseren Unite-Move. So, schön da kommen. Hallo, Relaxo. Bam, und er ist weg. We are in the lead. Ich könnte dir ja helfen. Ich wusste es. Jetzt habe ich dich, Pikachu, Alter. So, du Nervsack. Schattenball. Traumfresser. Oh, was? Wer hat mich denn da hochgeschossen jetzt? Komm her, du Quajutsu, Alter. Du bist doch eh unterlevelt. Oder auch nicht. So, schön Shadow Ball. Das. Er schläft. Ist verlangsamt. Komm, mach ihn weg. Gut gemacht, Relaxo. Ehrenmann. Bam. Mal gucken, ob du jetzt wieder so viel Spaß hast. Shadow Ball. Bam, weg. Okay, die haben Angst. Das ist schon aber gut. Ich kümmere mich vom Quatschu zu. Du glaubst doch nicht, dass ich auf die Gangs nicht aufpasse, hä? Mein Freund. Ach ja, und der Traumfresser. Man merkt, der trifft mehrere Pokémon irgendwie. So. Kotomi? Bam, und schon wieder. Okay, Gengar ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen OP, wenn man weiß, wie man ihn spielt, ist der schon cool. Bam, und Traumfresser. Oh, fuck, fuck, fuck. Aber auch er hat den Teamfights. Das nachsehen, scheiße. So, und ich muss sagen, diese Shadow Ball-Kombination, dadurch, dass der Shadow Ball jetzt richtig geil Damage macht, also One-on-One ist Gengar immer noch geil, also das muss man sagen. Jawohl, Alter, Macho Mai hat den voll geklaut. What a goal. Das haben sie verloren. So, aber ich muss sagen, also mit Shadow Ball Plus können wir jetzt richtig geil Damage drücken. Dream Eater gibt schön Lebenspunkte, gerade mit dem Floatstone. Und jetzt gibt es erstmal ein Dunking. Boah, das ist so cool. Also das macht so Spaß. Bam, und die Ulti ist sowieso stark. So, schön schlafen. Ah, wir haben jetzt viel mehr CC mit Gengar. Also im One-on-One Gengar geil. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also brauchen wir wirklich nicht drüber zu diskutieren. Das ist schön, wieder schlafen. Bam, und dann den Shadow Ball. Das ist eine so geile Kombi. Wir können ja praktisch immer für uns vorbereiten. So, wir decken jetzt mal unten Westen ab. Ich glaube, da war jemand, oder? Ach, Kotomi, hallo, mein Lieblingsopfer. Bam, habt ihr gesehen? Jetzt noch schön hinterher chasen. Haben daneben geschossen. Ja, komm, mit deinen vier Punkten, Alter. Legen dich schlafen. Relaxo kann Kombi. Bam. Seht ihr, so eine schöne, geile Shadow Ball Kombi. Ich liebe es. Wo ist denn unser Quajutsu, Alter? Unser Jungle-Opfer. So, schicken wir dich schlafen. Bam. Oh, Junge! Also ich sag ja, Gengar One-on-One-Fähigkeiten sind schon geil. Und es macht jetzt für mich, ehrlich gesagt, also gut, zu dem Gengar vorher macht es schon einen Unterschied, aber so für mich als Gengar-Spieler, der auch mal die anderen Kombos gespielt hat, mega geil, Alter. Mwah, Creme de la Creme. 80, Alter, sogar MVP geworden. 15 Kills mit der anderen, ne? Also mit Traufresser und Schattenball. Was bleibt mir abschließend zu Gengar noch zu sagen oder zu dem Nerf? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Gengar ist jetzt wirklich für One-on-One-Battles gemacht. Dafür sollten Speedster auch meiner Meinung nach sein. Und er ist eigentlich wirklich noch cool.
Level. Man kann ihn wirklich sogar noch zocken. Er ist also nicht unbrauchbar oder scheiße. Mit der neuen Shadow Ball und Dream Eater Combo hat man wirklich Spaß. Also ich hatte jetzt mehr Spaß. Ich habe keine Angst mehr gegen Gengar zu spielen. Klar, fuckt vielleicht ein bisschen ab, aber ist halt Jungler. Was willst du machen? Und man muss definitiv sagen, der imaginäre Mittelfinger ist weg. Also wirklich, das hier, das ist jetzt zum das hier geworden. Finde ich super Update. Also da muss man die Leute in deinem Spiel dann echt mal loben. Hex und Sludge Bomb, beide schön runter. Damit das wieder funktioniert, müssen die schon maxed out sein. Aber was haltet ihr jetzt von Gengar oder beziehungsweise dem Update? Ist euch das Spiel jetzt schon angenehmer oder nicht? Das könnt ihr mir unten in die Kommentare reindengeln. Ich sage jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.